Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Und damit willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Detroit Become Human. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Hallöchen, Marcus. Stratford Tower. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. So. Gelange in den 47. Stock. Bitte an der Rezeption zum Zugang. Okay, das kann noch lustig werden. Ich schaue mich hier aber erstmal ein bisschen um. Wir fallen hier wirklich nicht auf und das, was Marcus hier anhat, sieht sehr gut aus, stattlich. Ein stattlicher junger Mann. Gut, da müssen wir mal sagen, der Schauspieler sieht ja auch so ganz gut aus. Ne? So. Er hat hier eine Zeitung, kann ich. Ich will die Zeitung lesen. Ach, okay. Dann halt nicht Podcast. Okay. Channel 16 Broadcast the World. Okay, hier sehen wir die ganzen Nachrichten, die gerade übertragen werden. Ich will nichts übersehen. Ich will die ganzen Zeitungen mitnehmen. So, Stratford Tower, Geschäfts- und Mediencenter. Wo müssen wir denn? 47. Stock. Kanal 16 Studios, Detroits lokaler Nachrichtensender. Okay. Ist relativ hoch, das Gebäude, würde ich mal meinen. So, liegt da eine Zeitung? Da liegt doch eine Zeitung. Warum? Da? So. Der gelbe Teppich ist Lava oder so, ich weiß nicht. Ich kann die Zeitung nicht aufnehmen. Schade. Mist. Okay. Hier liegt auch noch eine Zeitung. Ah! Nein, komme ich auch nicht ran. Das ist Mobbing. Das größte Mobbing. Ah, wie gemein. Okay. Nochmal Podcast The World, also Broadcast. Wieder. Football, wie ich sehe. Baseball. Ja, sehr interessant. Nature, Sports, Kids, Life, Action. Channel 16. So. Na gut, ich glaube, wir können hier nichts weitermachen. Das haben wir schon angeschaut. Auch keine Zeitung? Nein. Na gut. Dann wollen wir mal mit der Rezeption reden. Hey. Hallo, Sir. Hi. Was kann ich tun? Es ist mir alles okay. Danke. Lenke die menschliche Aufseherin ab. Okay. Analysieren. So, was haben wir hier? Smartwatch. Modell, ja, okay, eine Telefonnummer. Wir können also jemanden anrufen. Wir können sie anrufen. Wilson Emily, Tochter der Aufseherin. Kind eingeschrieben an St. Rose, an der St. Rose Schule. Okay. Wir könnten bestimmt was von ihrer Tochter, wegen ihrer Tochter anrufen. Wohnadresse, Michigan Street, Detroit, Brandschutz niedrig. Also wir hätten einmal, dass ein Feuer ausgebrochen ist bei denen zu Hause, dass irgendwas mit der Tochter ist. Parkausweis. Ich glaube, wir müssen jetzt eins davon auswählen. So ein, was fehlt uns noch tatsächlich? Können wir sie nicht einfach umschubsen? Nein, das würde ich natürlich nie machen. Elizabeth Wilson. 1999 geboren. Okay, wir rufen sie mal an. Elizabeth Wilson, hallo? Ich gehe mal auf Schule. Hier ist die St. Rose Schule, Mary. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abholen. Oh nein. Okay, ich bin gleich da. Schön, wie er auch mit dem Bauch geredet hat.
Ich habe mich extra umgedreht, weil es vielleicht ein bisschen auffällig ist, wenn ich da vor ihrer Rezeption stehe und mit dem Mund wacke. So, die ist fort, jetzt kann ich mit dir reden. So. Ich habe einen Termin mit Mr. Peters. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Können wir das? Ich brauche Ihre Hilfe. Hat natürlich niemand gesehen. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Dankeschön. So, die haben jetzt also auch umgekehrt. So, passiere die Sicherheitskontrolle. Okay, das hat schon mal funktioniert. Sehr gut. Und jetzt sollen wir den Aufzug benutzen. Okay, wieder das gleiche. So, Express Elevator. So, bitte einmal nach oben. Ich möchte einmal nach oben katapultiert werden. Yay! Habt ihr das früher auch immer gespielt, wenn ihr an so einer Tür standet, wo drei verschiedene Aufzüge sind, dass ihr da 1, 2 oder 3 gespielt habt? Also welcher Aufzug ist als erstes da? Nein? Dann hattet ihr keine gute Kindheit. So einfach ist das. Nein, Quatsch. 47. Stock. Gelange in den 47. Stock, finde das Paket in der... Gut, ich war zu langsam. Konnte ich nicht hier irgendwie... Betritt den Serverraum, finde das Paket in der Herrentoilette. Okay, wir brauchen Herrentoilette. Server Room, Meeting Room. Aber davor schaue ich mich hier mal noch ein bisschen um. Man weiß ja nie. Nicht? So. Das ist natürlich auch ein geiler Pausenraum hier, ne? Da ist eine Zeitung, das habe ich gerade gesehen. Wow. Okay, ist vielleicht gerade nicht das beste Wetter draußen, aber das sieht schon richtig, richtig cool aus. Hier eine Pause zu machen? Oh, ich würde nur Pause machen. So. Okay, wir lesen mal die Zeitung, die hier liegt. Wir lesen. Danke. Android GI. Verteidigungsministerium bereit, 50.000 Androidentruppen zu bestellen. Dies ergänzt die bereits im US-Militärdienst befindlichen geschätzten 200.000 Einheiten. Die genauen Zahlen sind ein Militärgeheimnis. Unter diesen 50.000 neuen Einheiten sind 2.500 Myrmidonen, okay, Elite-Prototypen für die Infiltration und Liquidierungsmission, die sonst Sache der Navy SEALs wäre. Die US-Streitkräfte bestehen bereits hauptsächlich aus Androiden. Menschen fungieren in der Regel als Kommandeure und Strategen. Aber selbst diese Positionen werden durch komplexe KI-Einheiten unterstützt, weshalb die US Army oft als erste vollkommen autonome Streitmacht bezeichnet wird. Dies hat die Ethikdebatte um Androiden im Militär wieder eröffnet. Viele meinen, Maschinen hätten nicht den moralischen Verstand, um auf dem Schlachtfeld Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Bob Woods, Vorsitzender einer Nichtregierungsorganisation für Kriegsopfer, ist besorgt über die Nachricht und meint, Maschinen konzentrieren sich auf eine Aufgabe, ohne moralische Konsequenzen zu bewerten. Das bedeutet mehr zivile Opfer. Da hat er recht. Ich kann aber auch verstehen, dass hier mehr Androiden eingesetzt werden sollen, denn nach der Auffassung der Menschen sind es ja nur Androiden, die, wenn die zu Bruch gehen, können sie einfach wieder ersetzt werden, denn sie haben ja kein eigenes Gewissen, sie haben kein Selbstverständnis, sie haben keine Seele. Einfach nur ein Kollateralschaden. Aber wenn man jetzt hier die Abweichler sieht, haben sie sehr wohl ein Selbstverständnis, sie haben sehr wohl ein Gewissen. Und das ist schwierig. Also gerade auch mal beim Thema Hacken sind. Ich weiß nicht, wie gut diese Androiden geschützt sind. Aber wenn mal irgendjemand kommt, der herausgefunden hat, wie man so eine Armee hacken kann, könnte das tierisch nach hinten losgehen. Präsidentin Warren, eine Frau in Nöten. Na, einmal nach unten bitte. Danke. Huch, nein, ich möchte das lesen. Danke. Kann sie das Land noch führen?
Knapp ein Jahr nach ihrer Wahl startet Präsidentin Warren Verhalten ihre erste Amtszeit. Als berühmte Vloggerin hat Warren keinerlei Regierungserfahrung und gewann die Wahl mit der Hilfe von Prominenten und den sozialen Medien. Oh, schön. Von der würde ich mich auch gern regieren lassen. Nach mehreren Monaten voller politischer Fehlschläge herrscht Chaos in ihrem Lager und selbst ihre Verbündeten beginnen an ihrer Eignung zu zweifeln. Jetzt erst. Wenn sie nur gevloggt hat. So hier, Social Media, wie heißt das, Influencerin war, ist es jetzt vollkommen okay, da ein Land zu führen. Okay, also ich kandidiere nächstes Mal auch. Ich bin zwar kein Influencer, aber was ich ist, kann ja noch werden. Und dann werde ich einfach Präsidentin. So. Warren wird vorgeworfen, in der Geschäftswelt zu nahe zu stehen. Und eine Ermittlung soll nun klären, ob CyberLife ihr während des Präsidentenwahlkampfes geholfen hat, an kompromittierende Informationen über ihren Gegner zu gelangen. Ach, wieso? Wir schaffen das noch. Ich streichle ganz sanft meinen Controller. Danke. Zusätzlich dazu muss ich in mehr ehemalige Berühmtheit auch mit der höchsten Arbeitslosigkeit der amerikanischen Geschichte und der größten Gefahr über die USA seit Jahrzehnten befassen. Der Konflikt in der Arktis droht den Weltfrieden zu zerstören und lässt befürchten, dass Präsidentin Warren alleine eine Lösung für das Problem finden muss. Das sind sehr viele Aufgaben auf den Schultern dieser Frau, aber wenn sie als Präsidentin kandidiert, wird sie ja wohl wissen, auf was sie sich eingelassen hat. Oder? Ich höre, KMC stellt gerade ein. Die bezahlen bestimmt besser. Schlechter geht's ja auch nicht. Na, no, ihr Arm. Max sagt, sie schicken jetzt endlich Androiden ins All. Es gibt keine Jobs, aber wir schicken Raketen ins All. Ich meine, echt. Was wollen die da oben überhaupt finden? Einen neuen Lebensraum? Ja, an allem sind die Androiden schuld. Und nicht die Menschen selbst. So, hier sehen wir wieder die ganzen Übertragungen. 1, 2 sind das schon. So, jetzt suchen wir mal die Herrentoilette. So, hier waren die Aufzüge. Studio, Newsroom, Bathroom. Okay. Hier lang. Ich glaube, hier, so, da. Ja, mal gucken. Wir werden das schon finden. Hier ist der kreative Raum. Hier wird also Sachen an die Fenster geschmiert, die die Androiden wieder sauber machen können. So, Studio, Studio. Wo sind hier die Toiletten? Ah, Bathroom. Ach, was sind das für coole Pausenräume? Meeting Room. Wir sind alle schwer beschäftigt. So. Bathroom. Ist das der Männer? Ja, zum WC. So, wir mal unser Paket ab. Ich weiß zwar nicht, was dieses Paket beinhalten wird, aber wir werden das schon herausfinden. So, alle sind geschlossen, außer diese Toilette da hinten. Ja, du siehst wundervoll aus. Super. Super. So, betreten. So, wo ist jetzt mein Paket? So, und jetzt frage ich mich, wer hat dieses Paket da reingetan? Das heißt, sie müssen ja auch Kontakte zu Androiden im Studio haben, oder? Ansonsten hätten die ja schon vorher irgendwie hier reinkommen müssen. Das interessiert mich jetzt. So, wir verlassen das Ganze mal und sind ein Arbeiter-Android. Aber hat es sich auch so ein Ding wie an die Seite geklebt? Weil das ist doch offensichtlich, oder? Moin. Hast du gekackt? Okay, wir gehen dann mal wieder raus. Zu den Büros. Moin. Ich glaube, gerade für Marcus ist es sehr, sehr schwer, so wie ein Android sich zu benehmen, sich zu verhalten. Denn Androiden haben ja immer so diesen geraden Blick. Finde den Wartungsandroiden. Den haben wir vorhin hier gesehen. Ich glaube, das ist der hier. Die haben ja immer diesen sturen, nichtssagenden Blick. Und gerade Marcus, wir sehen hier, wie er sich panisch umguckt, dass ihn irgendwas beschäftigt.
irgendwas sucht. Und ich glaube, das könnte ihn schon verraten. So, bist du der Wartungs-Android? Nein. So, Android, nicht Roboter. Moin. Ach, sie dreht sich einfach weg. Doofe Schnäpfe. So, kann ich hier rein? Hi, Leute. Darf ich helfen? Diese Laptops oder diese Dinger, die sehen voll cool aus, aber sind auch voll winzig. Ach, guck mal. Da ist er. Umwandeln. Ich brauche deine Hilfe. Dass sie alle so bereitwillig helfen. Wir haben halt Magic Fingers. Stiehl den Wartungswagen. Okay. Kann ich hier noch irgendwas angucken? Ich glaube, das ist den eh oder sagt den Androiden hier. Das würde auffallen. Ah, na gut. Wartungswagen, ich komme. So, moin. Öffne den Notausgang. So, heißt, wir müssen den Notausgang erstmal finden. Aber ich glaube, den habe ich vorhin schon gesehen. Ich glaube, das habe ich schon gesehen. Lalala. Darf ich sie umfahren? Das interessiert ihn nicht. Schade. Okay, ich glaube, hier ist der Notausgang. Ein Piktogramm weist uns den Weg, dass das hier die Fluchttreppe ist. Und ich denke mal, Fluchttreppe ist auch gleichzeitig der Notausgang. So. Jo, danke. Öffnen. Oh, hallo North. Fällt denen das nicht auf, wenn hier auf einmal 10.000 Wartungsandroiden rumrennen, obwohl hier gar nichts kaputt ist? So, wir folgen North. Okay, aber ich glaube, die Leute sind eh meistens mehr mit sich beschäftigt als Mist. Das. Ah. Wir brauchen Zugang zum Server. Wir müssen die Typen loswerden. Oh nein, sie redet mit uns telepathisch. So, locke die Wachen von der Tür weg. Gibt's Donuts hier irgendwo? Rall. Kann ich irgendwas kaputt machen? Kaffeeautomaten oder so? So, jetzt muss ich irgendwas finden, wie ich die Wache. Oh. Ich möchte etwas bestellen, bitte. Okay, wie können wir. Warte mal. Wie können wir jetzt die Wachen hier ablenken? Kann ich den hier irgendwie umpro. Ja. Huch, was ist denn da passiert? Scheiße, was hat dieses Ding? Hier sind zwar Überwartungsroboter, aber die Wartungsroboter kümmern sich einfach mal gar nicht drum. Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Okay. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Ja, wird gemacht, my lady. Verschließen. So. Einmal zu. So, und jetzt kümmern wir uns hier mal um die Surfer. Nehmen. Und wir hauen die Tasche gegen die Server. Ja, und jetzt? Ablegen. Wow. öffnen. Hätten wir auch nicht davor neben rausnehmen können. Nein, wir mussten das extra. Achso. Was? Was machen wir? Ah, natürlich. Wir müssen ja auch irgendwie wieder hier rauskommen. Macht Sinn. Ein fast perfekter Kreis. Denn wir sind ja Androiden. Wir machen alles perfekt. So. Zack und ziehen. Da kommt sie. Ach, perfekt. Das ist ja alles wirklich super perfekt geplant. Wow. So, durchgehen. Oh Gott. Oh Gott. Ladies first? Hey, also darf ich jetzt oder was? Oh mein Gott. Oh Gott. Ist es hoch? Ist es hoch? Ist das hoch? Das fällt den Leuten auch überhaupt nicht auf, ne? Dass hier auf einmal irgendwelche Androiden am Fenster rumkrabbeln. Okay, wir springen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann auf nach oben. Das ist schon ziemlich cool. Also die haben wirklich an alles gedacht. Rise. Support your team. Detroit. Football. Oh mein Gott, wie cool.
Wie cool ist das denn bitte? Wow. Und auch die Musik ist wieder super episch. Falls sich irgendjemand fragt, warum meine Stimme so ein bisschen tiefer ist, liegt einfach daran, dass ich ein bisschen, nicht erkältet bin, aber verschnüpft. Oh Gott, was tun wir jetzt? Lasersäge? Okay. Okay. Was tun wir? Ach, wir machen noch ein neues Loch rein. Na, okay. Na, mach ein Loch da rein, danke. What? Ich wollte gerade sagen, dass niemand auffällt, aber hier ist niemand. Alles okay? Ja, natürlich. Ja, es sieht auch total okay aus. Oh, Hauptsache, wir haben noch die Mütze aufgesetzt. Rufe den Güteraufzug. Okay. Es läuft irgendwie alles zu glatt. Es läuft alles zu gut. Na moin. Warum machen die ihre LEDs nicht weg? Dann mal los. Oh Gott. Bricht das Schloss der Wartungstür auf. Wartungstür, das ist eine Wartungstür drüben. So sehen Wartungstüren aus. Warum habe ich dieses Gefühl, dass es total schief gehen wird? Das ist ja süß. Ich habe jetzt mit einer extremen Explosion gerechnet, aber... Warte mal. Ich will hier noch nicht rein. Stopp. Halt, stopp. Ich will mich umgucken. Wir werden hier so durchgejagt. Ah, Musik. Chill. Ich will noch mal gucken. Vielleicht haben die Bauarbeiter hier irgendwas vergessen, was uns jetzt helfen könnte. Ich will hier nichts ausschließen. Hier wird also noch weiter ausgebaut. Das Gebäude ist noch nicht fertig. Wir haben so ein bisschen Wasser vergessen. Aber ich glaube... Nee, ich glaube, hier ist nichts. Nichts, was uns jetzt hier weiterbringt. Okay. Oh Gott, ich will nicht. Ich sehe es schon kommen. Das geht so schief. Wir sind doch hier nicht ungestört, oder? Das kannst du mir nicht erzählen. Kann ich noch was am Rädchen drehen? Am Radl drehen? Nee. Ich will nicht, ich will nicht. Okay, doch. Ich will doch zum Hauptzugang. Mach doch die LEDs weg. Oh Mann. Und ob das was wird, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Oh Gott. Das wird schief gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.